Die Headliners hatten einen krassen Preissturz. Durch die Team of the Week Moment sind sie wieder mega interessant fürs Trading. Bleib dran, um zu erfahren, wie du sie nutzen kannst, um richtig Coins zu machen. Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin, deinem Kanal für FIFA Trading Tipps. Du möchtest mehr Coins machen? Fang jetzt direkt damit an, indem du den Kanal abonnierst, die Benachrichtigung anmachst und überhaupt keine Trading-Tipps mehr verpasst. Heute geht's ums Headliner-Flippen und wie du damit Coins machst. Du bekommst gleich 5 Superkarten mit Richtwerten für die Einkaufspreise. Vorher aber 3 Gründe, warum es sich jetzt wieder lohnt, Headliners zu flippen. Das erste ist mal, der Preisverfall ist vorbei. Die Preise sind in den Keller gestürzt, einfach weil klar war, es gibt keine Spiele mehr in den großen Ligen, es gibt keine Updates zu diesen Karten. Deswegen, wir sind ganz unten angekommen, aber jetzt gehen die Preise wieder hoch. Grund Nummer 2 ist ganz einfach, dass die Team of the Week Moments da sind und da sind die Headliner ja auch relevant. Das heißt, mit jeder Team of the Week Moments Prediction, wo ein Headliner drin ist, steigt der Preis wieder, wenn das irgendwo von einem bekannten YouTuber oder so gepostet wird oder was auch immer. Das heißt, da ist wieder richtig Potenzial, Coins zu machen. Und Grund Nummer 3. Viele Leute sitzen zu Hause in Quarantäne, Isolation, Lockdown, was auch immer und zocken FIFA, bauen Weekend League Teams und deswegen ist zum Beispiel jetzt ein Zeitpunkt, wo du gut diese Headliner flippen kannst. 5 Spieler, wir fangen an mit Nummer 1 und das ist die Headliner-Karte von Undercapper. Der Spanier hat natürlich den Vorteil, er ist Host der Liga, hat diese Links zu Varane, zu Ramos, zu Lenglet, zu Umtiti, also vielen Innenverteidigern, die gespielt werden, weil sie gut sind, weil sie den Link zu Ter Stegen haben und deswegen gerade ein Kappa mit einem Shadow, das ist nochmal ein guter Bonus hier, für unter 92k, dann kann man den sicherlich flippen. Wenn du jetzt sagst, Mensch, die Preise sind schon viel, viel teurer, das kommt ja auch manchmal irgendwie so Feedback, geht gerade nicht so, dann guck einfach über Preisvergleich, was sind so gerade die günstigsten Preise und wie würde er weggehen, dass du diese Preise unterbietest, aber sei vorsichtig, wenn du Footbin oder so guckst, da sind oft die Durchschnittspreise, deswegen mach auf jeden Fall den Preisvergleich im Game. Spieler Nummer 2 habe ich hier schon gerade geflippt, nämlich Thomas Delaney, den alten Dänen aus der Bundesliga. Den habe ich hier für 185k zweimal verkauft. Der geht bestimmt jetzt auch für 190 weg, wenn du ein bisschen Geduld hast. Das heißt, wenn du ihn einkaufst, ich gucke gerade auf meinen Zettel, natürlich nicht mehr als 170, 168 geht zum Beispiel gut über Erbieten am Morgen oder natürlich auch mal snipen zwischendurch. Für Nummer 3 bleiben wir direkt hier auf dieser Liste. Warum denn nicht? Aubameyang, natürlich ein Spieler für Leute mit ein bisschen mehr Budget. Den habe ich schon am Wochenende geflippt. Wenn ihr auf dem Patreon seid, dann bekommt ihr noch mehr Preise, noch mehr Infos. Da kann ich einfach noch schneller reagieren. GG an Yannick, der neu hinzugekommen ist. Schön, dass du dabei bist. Freut mich wirklich mega und macht mich auch mega stolz. Und ich glaube, wir haben da auch ein bisschen Spaß. Und du hast schon deine ersten Coins gemacht. Ihr könnt auch den Kanal supporten. Aber jetzt gucken wir erstmal auf Aubameyang und die Headliner-Karte. Die ist nämlich, glaube ich, schon schön gestiegen, weil ich habe irgendwo gesehen, ich weiß nicht, ob es Nick Run the Foot Market oder irgendeiner dieser großen YouTuber, whatever ist, der hat gepostet, eine Team of the Week Moments Prediction, da war Ober drin, deswegen ist er hier schon ein bisschen gestiegen. Risiko, ihn zu halten, bis das Ding kommt oder besser vor 16 Uhr verkaufen, bevor das Ding kommt und danach, wenn der Preis dann wieder sinkt, auch wieder die Chance für dich einzusteigen. Wenn er dann in Weekend League Teams reingebaut wird, kannst du ihn flippen und Coins machen. Nächster Spieler ist Nicolas Tagliafico von Ajax Amsterdam. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der hat mich Nerven gekostet, denn ich habe ihn eine Zeit lang geflippt und dann ist er komplett eingekracht, der Preis. Ich würde jetzt so 70.000 für ihn ausgeben. Auch hier gilt wieder, mit einem Shadow ist er deutlich mehr wert. Und auch ihn kann man gut flippen, weil diese Karte einfach super spielbar ist. Und auch bei ihm besteht natürlich die Chance, dass er mal ins Team of the Week Moments kommt. James Maddison von Leicester FC. Leicester hat irgendwie so einen Bonus. Die sind echt immer total beliebt, die Karten, die Spezialkarten, die da reinkommen. Und auch für James Maddison gibt es ja eine Headliner-Karte, die man sich durchaus mal anschauen kann. Hier ist jetzt einer für 157 drin. Ich hatte eigentlich so auf meiner Liste 140, das ist vielleicht manchmal nicht so einfach zu bekommen, vielleicht könnt ihr da auf 142 gehen, aber einfach konsequent bleiben, stark bleiben, lieber öfter suchen und nicht zu viel ausgeben, denn ihr wollt ja am Ende einen schönen, saftigen Gewinn machen. Abonnier den Kanal, mach auf jeden Fall die Benachrichtigung an, denn ich habe ordentlich Packs gespart,
guck gerade parallel nochmal 24 Packs, alle aus SBCs, alle erspielt. Und die öffnen wir zusammen zu Footbursday. Also auf jeden Fall abonnieren, Benachrichtigung an, dann gibt es eine Info. Ich bin raus, der Marvin. Servus. Ciao, ciao.